So, willkommen zurück. Wir sollen jetzt. Ja, ja, hallo. Wir sollen jetzt zu. Ja, Clap-Clap ihn überreden und dann sollen wir ab zum Bunker und Angel besuchen. Nein, ich bereue es nicht. Ja, der Geruch erinnert mich an einfachere Zeiten. What the fuck? Oh Mann, die Dorfbewohner haben alle hier einen Schaden. Übrigens, es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Claptrap nach Thousand Cuts kommt. Mal gucken. Untertan, auf nach Thousand Cuts! Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit zurückzuschlagen. Wir treffen uns in Thousand Cuts! Okay. Aber noch will ich vorher die Quest abgeben. Roboter, die nicht tanzen können? Top Card. Ganziger Kopfanpassung. Dann aktivieren wir den noch gleich mal. Da sind viele wieder im Rucksack. Ich muss es gleich mal entleeren. Es gibt keine Nebenquest hier. Nichts Neues. The Fridge ist klar. Das ist auch klar. Gut, dann machen wir das doch. Dann will ich einmal kurz Inventar entleeren, halt Müll schon mal rausschmeißen und dann werden wir ab nach 1000 Guns gehen. Und dann geht's los mit dem Bunker. Also, der Bunker, da sollen wir hier hin. So, Shotgun-Schaden. Boost-Shotgun-Schaden, 7,6. Shotgun-Ladegeschwindigkeit. Wer zum Teufel hat mich geschossen? Ja, aber der ist der ja besser, der macht mir mehr Schaden. Also dem weg. Der kann auch weg. Sniper Rival Schaden. Raketenwerfer. Assault Rival. Pistolenschaden. Den haben wir schon bereits freigeschaltet. Kiss of Death. Schocktransfusion. Die kann weg. Das war ja unsere erste. Die aber scheiße war. Die andere Elektro bewahren wir noch auch. Die bewahre ich mal auf. Vielleicht ist sie besser. Oder wir finden noch was Besseres. Die andere bewahre ich mir noch auf wegen ja, der Quest, die wir halt noch haben mit den ganzen Elementarschaden. So, 1000 Cuts. Wo bist du? Da. Oh, und ich trinke erstmal ein Schlückchen. So, jetzt dürfte hier auch wieder alles normal sein und die Slaps greifen uns wieder an. Ja, sag ich doch. Zeit für Tamatsche! Warum? Jetzt sagen, Ladies, ich heiß! Ich hab mich damit jetzt aber. Das zählt auch als Banditen! Und ich habe den einen jetzt mit der Feuerwaffe getötet. So ein Scheiß. Das heißt, wir kriegen nicht alle Nebendinger jetzt beendet. So ein Scheiß. Das hätte ich gerne vorher gewusst. Ihr Schweine. Das heißt, ja, dann können wir hier nebenbei die Quest noch machen. Wo ist sie? Da. Ja, das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen. Dass das hier tatsächlich geht, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Scheiße. Ich habe auch nicht mehr dran gedacht, so ein Scheiße. Das ist die Frage, zählt der Copter auch als Dings dazu? Kommt aus den Wolken!
Ich muss so schräge schießen, weil die Kugeln so verdammt scheiße langsam sind, aber scheiße. Oh, Treffer. Oh, getroffen, sehr schön. Hälfte der APA dann noch. Da passt gar nichts mehr. Gucken, dass ich ihn jetzt nur noch treffe irgendwie. Frage ist nur wie, wo bist du? Das ist das Problem. Scheiße. Hey, bleibst du wo stehen? Jetzt wissen, ob das Tape in den Kopf da ist. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich glaube schon. 11 Gegner fehlen uns noch und da kommt noch so einer. Ah, oh, leck mich. Ich weiß, dass hier unten auch gleich wieder Gegner sind. Hoffe ich zumindest. Was? Ach, da sind wir Gegner. Ihr Mistdinger, ich hasse diese Kopter. Ich will jetzt nicht die andere Waffe benutzen, weil... Obwohl es, glaube ich, eh keinen Sinn mehr macht. War ein noch mit der Explosivwaffe. Ja, und jetzt nur noch Elektro. Ah, hier haben wir doch eine schöne Waffe. Oh, das ist die. Oh, ist die nervig, die Waffe. Sorry dafür. Oh Gott, die ist ja richtig nervig. Hä, ich hab einen Kill gekriegt? Man kann nicht sehen. Oh, die Pumpgun ist gut. Ausgeführt und dir eine einzigartige Waffe verdient. Bitte komm dir deine Belohnung abholen. Ja, das ist jetzt das Problem mit der Belohnung. Wir haben es leider nicht ganz vollbracht, die Mission. Ey, wie viele Gegner kommen denn hier? Ja. Claptrap was hier. Warte kurz, ich will die andere Quest aktivieren. Ich werde jeden Quadratzentimeter dieses Berges ansprayen und wenn es das Letzte ist, was ich tue, los! Das wird Jack noch leid tun, dass er sich auf diesem Felsen niedergelassen hat. Es wird Minuten dauern, bis er dieses Graffiti abgewaschen hat. Minuten, sag ich dir. Nein. Oh, richtig. Du bist ja kein Hyperion-Roboter. Das vergesse ich manchmal.
So, dann will ich kurz mal Waffen tauschen. Die muss ich auf jeden Fall wegtun, die Bane-Waffe. Gut. Kann losgehen. Sniper habe ich auch dabei. Okay, das sind jetzt Verbündete zum Glück. Die greifen mich jetzt. Sauber. Das sind jetzt Slaps Hills Copter. Die helfen. Oh oh. Selber bei ihm. Du hast es über die Sicherheitsmauer geschafft. Das ist natürlich wird der Bunker dich trotzdem auslöschen, aber dennoch nicht übel. So. Wo? Ja. Oh, nee. Na, warte mal, da könnte er vielleicht gut helfen. Muss mal alles nachladen. Oh, das sind wieder. Ja, komm her. Oh, das war nicht geplant. Ah, das sind auch hier jetzt welche, die gegen die Panzerung haben. Oh, was ist das? Oh. War ja mies. Nein, da kommt noch mehr. Ich habe irgendwas getötet. Ja, du Sniper-Witzer. Blöder Sniper-Wichser, komm her. Ha, wir haben mich einfach ignoriert, wie geil. Entschuldigung. Oh. Oh, zwei Korrosionssitzdinger hier. Komm her. Oh Gott, was ist da? Ernsthaft jetzt ein Konstruktor? Mach dein Schutzschild weg, du Arsch! Blöder Feigling! Ich kann nichts machen. Ich kann nur auf die Seite schießen, ja. Nuklear? Ohne? Nee! Ohne Spaß? Bitte nicht, bitte nicht, bitte lass mich. Ja, triff deine eigenen Leute, das finde ich besser. Oh, der hat kaum HP noch. Komm, jetzt stirb endlich. Sauber.
hier mich aber auch trifft, die Sau, ey. Reparaturen, komm! Wo bist du, du scheiß Reparaturbot? Flieg zu ihnen hin und reparier ihn! So, ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen Ruhe. Also das war ja... Boah. Warum weißt du auch so geil aus? Das ist der Hammer. Du bist echt ein super Soldat, ey. So, endlich ist Ruhe, da denke ich mal. Die Tesla Granaten sind sehr gut gegen diese Konstrukte. Platzierst du vor den? Meine Jungs sehen haufenweise Arschlöcher zwischen dir und dem Bunker. Ich halte dich von den Zielen. Ich klettere den Fels hoch, Soldat. Komm auch hoch. Wir treffen uns bei Angels Loge. Ja, ich bin auf dem Weg. Mach dein Schild weg! Muss er hin. Ja. Ach, die Scheiß. Nummer 1. Klopf, klopf, Miststücke, aufmachen! So. Weiter geht's im Bunker. Oh, ist offen. Ja, natürlich, wir haben einen Warloader hier. 2. Ich sehe sie nicht. Da ist einer. Sie haben mich erwischt. Wo ist denn noch da einer? Dahinter. Trefft ihr nicht? Lebst du ja immer noch? Bin wehrlos. Doppelt so viel. Gottverdammter Spaß. Gut. Den Bereich haben wir jetzt auch geklärt hier. Dann können wir ja weiter. Control Core, ernsthaft, genau von meiner Nase. Komm her. Oh, können wir weiter.
Was? Oh, das ist ein Scherz. Oh, er hat sein Auge auf. Hm? Der war einfach, gut. Der war ein bisschen blöd, der hat versucht die ganze Zeit. Einheiten zu spawnen, aber. Der andere war schwieriger, da der die ganze Zeit sein. Gib mir doch die dämliche Ding. Hört doch mal auf, euch so viel zu bewegen. Das ist so unfair. Sind doch wohl ein paar Loader. Was? Verfehlt? Das ist ein XP-Loader, oder? Der war genau da drin, sehr schön. Noch mehr. Kommt runter. Epigülle, oder? Ernsthaft? Oh, irgendwas trifft mich. Komm raus da! So. Boah, nö, nicht wirklich was Gutes bei. Wow! Okay, das ist er nicht. Jimmy Jenkins sieht so ähnlich aus wie er. Aber ist er leider nicht gewesen, ne? Schade. Wäre ja noch episch, wenn wir denen auch noch begegnen würden. Nichts Besonderes. Oh, die hat 600 Schaden. Dafür, dass es eine... Slack ist. Ja gut, die ist auch sicherlich vom Level her hier. Die Viecher waren ja auch in Level 25. Passt ja. So, hier sind auch noch ein paar Kisten. Boah, Slack-Raketenwerfer. Ach, nehme ich aber mal mit. Baby Maker kann ich mal ein bisschen wieder benutzen. Munition habe ich mit der gut voll. Säure. Nimm mal einfach mal mit. Normale Sniper. Normales SMG. Nix, kein Effekt drauf, also ignorieren. Da brauche ich eigentlich nichts. Eh nur Geld oder HP drin. HP habe ich voll, Geld ist mehr oder weniger unnütz hier in dem Spiel. Eigentlich um Muni. Weißt du, wie ich an den Kammerschlüssel gekommen bin? Vor ein paar Jahren habe ich mit Wilhelm deine Freundin Tennis besucht.
Wir haben sie stundenlang verprügelt und ihn ihr aus den gebrochenen Fingern gerissen. Aber wir haben sie leben lassen, denn so sind Helden. Sie zeigen Gnade. Slap, du bist gleich beim Bunker. Ich schick dir ein paar Jungs zur Hilfe. Coole Sache. Team Magazingröße, alles unnötig. Da noch was? Glaube nicht. Ja. Gut, dann geht's ab zu The Bunker. Ah. Das wird sicherlich mal ein bisschen interessant. Ich weiß gar nicht. Mal gucken. So. Der Bunker kann ein. Gibt's auch noch irgendwas? Und zwar die Bitch. Die Bitch. Heißt sie, glaube ich? Irgendwie so heißt sie. Die Schlampe eigentlich. Auf Deutsch. The Bitch. Schalte die Automatikgeschütze aus, Slap! Die dezimieren deine Luftunterstützung! Ich weiß. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Genau. Gut, los. Dieses Kraftfeld schützt die letzte Tür zu meinen Räumen. Es wird erst deaktiviert, wenn du den Bunker zerstörst. Ja, dann zerstören wir mal den Bunker. Und der, wie gesagt, kann eine orange Waffe droppen. Okay, Schluss mit lustig, Kinder. Brick und seine Versager konnten meinen Bunker nicht knacken. Und ihr könnt's auch nicht. Ich hab dich interessiert. Hä? Jetzt mache ich ihm Schaden, ich habe schon gefragt. Man. Jawohl! Ein Automatikgeschütz weniger! 11 Stück sollen wir zerstören? Oh. Oh Mist! Kämpf weiter, Slam! Zerstör die Geschütze! Laserstrahl! Spring! Ah, ich brauche nicht. Brauche ich nicht. Ich stehe oben auf dem Dings drauf. Hab ich den da getroffen? Na, kann ich nicht durchschießen. Warum? Meine Jungs haben Nachschub für dich. Such nach dem Copter mit einem weißen Signallicht. Die Slabs haben Munition für dich. Draußen am Ring. Aua. Keine Munition? Ah, der stirbt noch so. Sind wir noch im Weg, Slap. Ich versuche gerade ein bisschen Munition da noch zu sammeln, aber sieht eigentlich recht gut aus. So, nächstes Geschütz. Sollte der Bunker doch bald erledigt sein hier, oder? Ich bleib die ganze Zeit auf den Kisten still stehen wegen den scheiß Laserstrahlen da auf dem Boden. Das Schöne ist, ich kann da durchschießen. Ey, der liebt immer noch das Ding. Sehr gut, Slap. Sobald wir den Bunker knacken, kann dich nichts davon abhalten, dir den Kammerschlüssel zu schnappen. Kämpf immer weiter. Mein Gott, wie viele kommen? Ach, 3 Stück noch. Damit wir früher aufstehen!
Ja, ich warte kurz auf die Laser und dann muss ich auf. Irgendwie auf die andere Seite, da sind auch noch. So, nächster ist erledigt. Irgendwo da hinten soll noch einer sein. Na, brauch ich nicht. Da ist er. Keine Automatikgeschütze mehr. Gute Arbeit, Sir. Gut. Glaubst du wirklich, ich würde Angel nur mit ein paar Bots und wackeligen Kanonen schützen? Weißt du, du bist nicht wirklich am Bunker. Der Bunker ist kein Ort. Es ist der Bunker. Das ist der Bunker. Darf ich vorstellen? BNK-3R, der größte Verteidigungsbot, der je gebaut wurde. Ich habe ihn selbst entworfen. Jetzt tu mir einen Gefallen und stirb. Gut, ich würde aber sagen, den Bunker bekämpfen wir im nächsten Part wieder. Also bis dahin. Jetzt wird's schmutzig. Ja, also bis dahin, sag ich mal, von hier aus ciao und dann bekämpfen wir den Bunker im nächsten Part.